Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist unsere Kollegin Beate Müller-Gemmecke. Bitte schön, Frau Kollegin Müller-Gemmecke. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich muss es auch sagen, Tarifverhandlungen sind Sache der Tarifpartner, also sollte sich die Politik eigentlich nicht einmischen. Aber wenn wir jetzt heute schon über die Tarifrunde reden, dann hätte ich schon 4 Erwartungen an die Tarifpartner. Erstens, kräftige Lohnerhöhungen sind gerade jetzt in der Eurokrise wichtig. Wenn Löhne im Verhältnis zur Produktivität niedrig sind, dann entstehen Ungleichgewichte. Und das ist eine zentrale Ursache der Eurokrise. Mit dem bisherigen deutschen Wirtschaftsmodell, starker Export, schwacher Binnenmarkt, haben wir zwar unsere Wettbewerbsfähigkeit gestärkt, gleichzeitig haben wir aber einige Europartner geschwächt und ins Leistungsbilanzdefizit getrieben. Und so sieht es auch der Wirtschaftsweise Peter Bofinger. Und er empfiehlt, ich zitiere, damit Deutschland Konjunkturlokomotive bleibt, brauchen wir kräftige Lohnerhöhungen zur Stützung der Binnennachfrage. Zitat Ende, dem kann ich mich nur anschließen. Zweitens, ganz real, also inflationsbereinigt, sind die durchschnittlichen Bruttolöhne der Beschäftigten zwischen 2000 und 2011 gesunken, und zwar um 2,9%. Zu Recht spricht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung von einem verlorenen Jahrzehnt für viele Beschäftigte. Und deshalb ist es auch richtig, dass Verdi mindestens 200 Euro für alle Beschäftigten fordert. Wir brauchen solch eine solidarische Lohnpolitik, spürbare Lohnerhöhungen, insbesondere in den unteren Einkommensgruppen, ist also auch ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit. Drittens, richtig und wichtig sind auch über Löhne hinausgehende Forderungen. So wollen IG Metall, Verdi und NGG erreichen, dass junge Menschen nach Abschluss der Ausbildung unbefristet übernommen werden. Gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel müsste es doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass junge Menschen eine Perspektive erhalten. Die Realität sieht aber anders aus. Der Trend geht hin zur Befristung, und in der Folge ist Lebensplanung als Begriff ein Begriff, über den die Generation Probezeit nur noch müde lächeln kann. Vor allem aber geht es auch darum, dass die jungen Menschen spüren, dass sie gebraucht werden und dass sie sich aufgenommen fühlen in unsere Gesellschaft. Mit Blick auf den demografischen Wandel sind auch die Forderungen der IGBCE richtig, die ihren Tarifvertrag Lebensarbeitszeit und Demografie weiterentwickeln will. Und ebenso wichtig sind die Forderungen der IG Metall für mehr Mitbestimmen beim Einsatz von Leiharbeitskräften. Und sie stellt sich ja auch noch der Aufgabe, eine tarifliche Equal-Pay-Regelung zu verhandeln. Wobei ich hier ganz klar sage, ein Branchenzuschlag allein ist noch kein Equal-Pay. Alles zusammen sind also elementare Forderungen. Und vor allem geht es für die Beschäftigten, egal ob sie alt oder jung sind oder einen Job auf Zeit haben, um Anerkennung und Wertschätzung. Viertens, morgen ist Equal Pay Day. Frauen verdienen noch immer über 20% weniger als Männer. Ich fordere also alle Tarifpartner eindrücklich auf, dass sie die Tarifverträge auf Entgeltdiskriminierungen überprüfen. Diese Lohnlücke muss im 21. Jahrhundert endlich der Vergangenheit angehören, denn Frauen verdienen mehr. Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Erwartungen habe ich aber natürlich nicht nur an die Tarifpartner, sondern auch an die Bundesregierung und an Sie, die Regierungsfraktion. Sie reden heute wieder einmal viel über Tarifautonomie, und zwar mit großen Worten. Doch wie sollen Tarifverhandlungen stattfinden, wenn in manchen Branchen überhaupt keine Arbeitgeberverbände mehr existieren? Wie sollen Tarifverträge wirken, wenn Tarifflucht und OT-Mitgliedschaften zunehmen? Wie sollen Gewerkschaften erfolgreich verhandeln, wenn die Leiharbeit und Befristung weiter zunehmen und Betriebsteile per Werkvertrag ausgegliedert werden? Nehmen Sie doch endlich diese bedenkliche Entwicklung zur Kenntnis und tun Sie etwas dagegen. Wir brauchen soziale Leitplanken auf dem Arbeitsmarkt zur Stärkung der Gewerkschaften und zum Vorteil der Beschäftigten und übrigens auch zum Vorteil der tariftreuen Betriebe. Ganz zentral und entscheidend sind Mindestlöhne und mehr allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge. Ein entsprechender Antrag von uns
Kollege Schreiner hat schon darauf hingewiesen, liegt Ihnen ja bereits vor. Also reden Sie nicht immer nur über Tarifautonomie, sondern handeln Sie endlich. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller-Gemmecke.